Das Ägyptische Museum in Bonn, das Teil der Universität ist, widmet sich in seinem öffentlich zugänglichen Bereich in einer Dauerausstellung der ägyptischen Kulturgeschichte. Das bei Fachleuten geschätzte Museum ist sicherlich auch für den an der ägyptischen Hochkultur interessierten Laien empfehlenswert. Da die alten Ägypter an ein Leben nach dem Tod glaubten, sind im Laufe der letzten 200 Jahre bei Ausgrabungen in Ägypten hunderttausende Grabbeilagen gefunden worden. Viele seltene Stücke haben ihren Weg ins Bonner Museum gefunden, darunter ein 4000 Jahre alter Kastensarg und einige bemalte und vergoldete Särge in Mumiengestalt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Es sind die größten und auf den ersten Blick auffälligsten Ausstellungsstücke in Bonn. Weitere wertvolle Stücke der Abteilung Grab sind Mumienmasken, Grabreliefs, Amulette und zahlreiche Vasen aus verschiedenen Dynastien. Ein maßstabsgetreues Modell des Tempels von Medinet Habu in Theben, den Ramses III. Errichten ließ, eröffnet den Ausstellungsbereich Tempel. In den Vitrinen sind viele Tempelutensilien, wie zum Beispiel ein Räucherarm mit Falkenkopf, Hunde- und Falkenmumien sowie eine zeitlos schöne Statuette eines Ibis zu sehen. Aus dem Tempel der bekannten Pharaonin Hatschepsut stammen 5 interessante Wandfragmente und ein kleiner Parfümflakon, der 2011 für Schlagzeilen sorgte. Bei einer Untersuchung stellte sich heraus, dass das Gefäß noch original verschlossen war und dass sich noch Reste der eingetrockneten Flüssigkeit im Flakon befanden. Im Bereich Haus sind neben vielen kleinen Götterfiguren, Gefäßen, Schmink- und Schreibutensilien auch aus Holz geschnitzte Modelle einer Brauerei, einer Bäckerei und eines Schiffes zu sehen. In jedem dieser mehrere tausend Jahre alten Stücke lebt das alte Ägypten weiter.